Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch für... heute zeige ich euch alle, wo ihr alle 8 Descenders-Abzeichen bekommt auf den Maps. Lol. Egal, auf jeden Fall, um diese Quest Schnitzeljagd zu erledigen, braucht ihr 8 Abzeichen. Das sind so runde Coins. Kurz Tür zu machen. So. Die findet ihr überall auf den Maps verstreut. Und heute zeige ich euch, wo die alle sind. Wir fahren direkt mal zur ersten. Der ist nämlich in der Lobby beim Schneebereich. Kurz hier hoch. Alter. Der ist nämlich hier beim Schneebereich. Hier oben in dieser kleinen Hütte. Dann müsst ihr hier einmal hochfahren. Hier nochmal hochfahren. Oh Gott. Dann hier in so eine kleine... in diese kleine Lücke reinfahren. Ich zeige es euch gleich nochmal. Einen kleinen Moment bitte. Zieh. Stark. Okay. Kurzen Moment. Nee. Wie steuere ich denn halt? So. Hier am besten einen Speicherpunkt setzen. Damit sowas, was bei mir gerade passiert ist, nicht passiert. So, jetzt sind wir schon richtig. Und hier an der Treppe ist das erste. Das seht ihr jetzt gerade nicht, weil ich das schon eingesammelt habe. Hier in der Treppe ist das auf jeden Fall. Und ja, wir gehen direkt in den zweiten rein. Den zweiten habe ich auch nicht. Den zweiten habe ich wohl, aber den werdet ihr jetzt nicht auch nicht sehen, weil ich den schon eingesammelt habe. Weil das ist nicht so. Weil die Aufnahme abgebrochen wurde, als ich das gedreht habe. Und ja, wir gehen jetzt direkt in den nächsten Bikepark. So. Das nächste ist im Stalker Bikepark. Da gehen wir jetzt erstmal ein bisschen rein. Da gehen wir jetzt erstmal rein und holen den Coin. So, ihr fahrt hier direkt beim Spawn rechts hoch. Hier am Baum vorbei. Hier hoch. Also eigentlich straight up hoch. Hier auf den Berg rauf. Dann hier, glaube ich, nochmal rauf. So war das, glaube ich. Und hier oben sollte er eigentlich sein. Weil bei mir seht ihr ihn natürlich nicht, weil ich ihn schon hab. Genau, hier sollte der eigentlich sein. Auf dem Berg, direkt rechts beim Spawn vorbei und einfach den Berg hoch. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in den nächsten Park. Au. 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 Oh, Genickbruch. Boah, Junge, mein Fahrrad. Man sieht's noch da hinten beim Dingens. Naja. Egal, wir gehen direkt in den nächsten Bikepark. So, Leute, der nächste Bikepark ist Diffy Valley. Da müsst ihr gleich auch direkt beim Spawn einmal nach links und dann die Strecke runterfahren. Die zeige ich euch jetzt. Wenn es laden könnte, bitte. Danke. Danke. So, dann fahren wir hier links direkt runter.
und fahren einfach. Hier können wir einen Jump machen. Clean Landing. Ja, kurz einen Shortcut. So. Hier hättet ihr noch einen Jump machen können, aber habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich verkackt habe. So, und dann hier am Parkplatz müsst ihr einmal bremsen. Runter vom Gas und da seht ihr auch schon den sich drehenden Coin. Müsst ihr drauf springen und dann habt ihr ihn. So sieht das dann aus, wenn man das Achievement bekommt. Achievement, wenn man... Also so sieht der Coin aus, Mann. Und ja, wir gehen direkt in den nächsten Gegenzug. Nehme ich doch mit. Ah, perfekt. Als Spieler kann man da auf jeden Fall nicht lang. Und ja, direkt gehen wir in den nächsten Bikepark. So, Freunde. Die nächste Münze ist im Bikepark Descenders Island. Da reisen wir einmal hin. Und da ist es tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so einfach, wie ich finde. Naja, wir können ja auch einfach... Man kann da theoretisch drüber jumpen, wenn... Ach, scheiße, mein Controller hat ein Disconnect. Ladekabel. Und wieder anmachen. Bin ich wieder da? Ja, ich bin wieder da. So, jetzt jumpen wir aber hier rüber. Nicht den Baum treffen und womöglich auch nicht ins Wasser. Naja, wir versuchen es einfach nochmal. Ja, schön. So. Hinter ein dieser Rampen ist der Coin versteckt. Ich glaube sogar hier. Nee. Okay. Ich bin offiziell jetzt dumm. Okay, alles in Ordnung. Noch ist alles in Ordnung. So, ich muss noch mal weiterfahren. Genau hier lang. Oh mein Gott. Stehen bleiben. Speicherpunkt setzen. Hier hoch. Was war das hier? Speicherpunkt. Runter. Und dann hier. Einfach lang. Und hier die zweite Rampe. Da müsst ihr einmal hinterfallen. Fahren. Am besten nicht fallen. Und dann sollte auch hier der Coin sein. Ja, da war er. Da war. Ich hab ihn gesehen, aber. Oh mein Gott. Pass am Baumaufgang. Geh mal hier in die Ego. Ja. Da ist er. Den sammeln wir direkt auf. Schön. Und dann haben wir auch schon 4 von 8. Boah, was ein cleaner Deck. Hier nochmal lang. Backflip. Oh mein Gott, sogar gelandet. Noch ein. Naja, wir gehen direkt in den nächsten Bikepark. Und, ja. So, Leute, die nächste Marke ist hier im The Sanctuary, glaube ich. Weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Und jetzt ist, das ist ein sehr, eine etwas schwierigere Map. Ihr müsst hier erstmal runter. Am besten nicht gegen die Steine knallen. So, und jetzt müsst ihr hier, meine ich, den rechten Weg lang. Hier nochmal einen Speicherpunkt, den linken Weg, hier über die Brücke und dann hier den rechten Weg, hier den Jump. Am besten nicht verhauen. Nochmal.
leichte Kommunikationsschwierigkeiten. Das war der falsche Weg. Junge, ey, was denn gerade mit dem hier los? So, hier lang. Gas geben. Und jump. Nein! Mann, nur wegen meinem kleinen Finger, der gegen den Baum ge... Kriegt mich auch gar nicht auf. So. Spring! Und nochmal den Jump. Shit. So. Und dann ist er hier neben diesem schönen grün-orangenen Baum hier im Busch. Und dann habt ihr ihn auch schon. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten. So, Leute, das nächste ist im Megapark. Das ist ein sehr, sehr schwieriger, obwohl es nicht wirklich schwierig, es ist mehr langweilig. Wir müssen hier erstmal so ein bisschen langfahren. Alles entspannt. Das können wir auch schön in der Ego machen. Dann hier einmal den Jump. Runter vom Gas und natürlich wieder verkacken. Wie, weiß ich auch nicht was. So, fahren wir einfach normal. Das ist ja kein Problem. Das ist auf jeden Fall ein etwas schwierigerer Coin, den man sich hier gönnt. Oh oh. Okay, alles gut. Setzen wir hier mal einen Spawn Point. Fallen hier runter in den Tunnel. Ja, das war geplant. Fahren hier runter. Hier sind dann so ein paar Sticks, die man einmal umfahren muss. Dann geht's hier in den linken Tunnel rein. Sehr wichtig. Und dann hier noch einmal in den linken Tunnel. Und dann ist hier so ein kleiner... So ein kleiner Weg. Digga, was für Weg. So ein Tunnel, den man hier einmal langfahren muss. Wer hätte es denn gedacht? Und der hier ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Deswegen müssen wir einmal einen kleinen Moment warten. Ich hab's gleich. So. Jetzt hier runter. Ein paar bisschen Rap sammeln für... Keine Ahnung, weiß auch nicht. Einfach ein bisschen Rap sammeln. Hier kann man auch ein bisschen Fun haben. Jo, so, so. Hier setzen wir mal einen Spawn Point, damit wir, falls wir versagen, nicht wieder von ganz von vorne anfangen müssen. Also ehrlich, das ist ganz schön lang. Ich hab den irgendwie nicht so lange in der... stopp! Okay, ich hab noch gesaved. So. So, meine Aufnahme hat aus unerklärlichen Gründen ein bisschen aufgehört zu arbeiten. Dann müsst ihr... Oh mein Gott. Ich dachte, ich krieg den so, ne? Egal. Dann müsst ihr hier ganz, ganz vorsichtig runterfahren. Ihr könnt auch Spawnpoint setzen. Und dann hier... Nein, ich habe ihn gemisst! Ich hab gemisst! Au. Da ist er auf jeden Fall. Ja, und man braucht... Au. 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 Man braucht schon ein bisschen... Soll ich sagen, etwas mehr Skill, um den zu kriegen. Aber das ist eigentlich auch recht easy. Wir gehen direkt in den nächsten. So, Leute, das nächste ist im... I don't park. Das hier wissen tatsächlich... Das wissen tatsächlich hier nicht viele, da dieser Park nicht so oft gefahren wird von Leuten. Was ich eigentlich schade finde, da dieser Tag... da dieser Park eine sehr schöne Struktur hat, ist aber nur ein bisschen zu kleines. Starten. So. Actually müssen wir einfach nur hier dem Weg folgen.
Okay, das cutten wir raus. Das cutten wir raus. Nochmal. So, basically müssen wir nur den Weg folgen. Oh mein Gott. Bro, nein. Nein, bitte. Zieh, ja. Okay. Da ich das Gefühl habe, dass ich jetzt verkacken werde, einfach einen Spawnpunkt machen. Ihr müsst da... Kann man mir auch früher sagen, dass hier ein Jump ist. So, muss man hier lang. Hier jumpen. Im besten Fall nicht gegen die Wand klatschen. Digga, ich vergesse den Drecksjump immer. So. Nein. So, dann geht ihr einmal runter und vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Hier in dieser kleinen Hütte. Nein, bitte. Dreh dich. Und da habt ihr ihn. Und dann kommen wir auch schon zum letzten, meine Freunde. Und ja, wir gehen direkt join. Digga, wir gehen direkt rein. So, Leute, der nächste ist in Snowman's Doll. Ich habe leider geskippt, dass ihr sehen könnt, wo dieser Bikepark ist. Der ist eigentlich genau ganz unten bei den Parks. Und wir suchen jetzt mal nach einem zweiten Schneemann. Weil hinter diesem Schneemann... Ja, ich verkacke gerade. Mann, die war noch nie so meins. So. Wir suchen jetzt nach einem Schneemann. Oh, du Schwede. Oh nein, da komme ich nicht mehr zu. Den Tempo. Muss ich hier lang? So, ja, ja. Hupen, mach mal Platz da. So, und hinter diesem Schneemann ist unser Coin. Da. Und dann haben wir tatsächlich alle. Und wir gehen mal zurück in die Lobby und schauen, was wir hierfür bekommen. Dafür, dass wir... Hörst du mal auf zu fallen? Danke. Dass wir diese Mission abgeschlossen haben. Wir gucken einfach mal. Wenn es jetzt mal ein bisschen schneller gehen würde. Bitte. Danke. So. Wir gehen in the Grand Tour. Hier gibt's zwei. Ah, hier ist noch eine Belohnung verfügbar. Das ist jetzt nicht die... Das ist jetzt nicht die Aufgabe, die wir gerade gemacht haben. Die kommt jetzt. Nicer Helm. Haben wir hier noch irgendeine? Nö. So, da ist es. Schnitzeljagd. Belohnung verfügbar. Mal sehen, was wir hierfür bekommen. Ein nicer Spike. Hat sich absolut nicht gelohnt. Naja, komm. Fies sind wir jetzt mal nicht. Hat sich schon gelohnt. Aber ich finde, da hätte man schon ein Lux-Item hinterstecken können. Ein Lux-Bike oder so. Wie bei dem anderen. Da habe ich nämlich bei der einen Mission ein Lux-Shirt bekommen. Und ja. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Und ja. Ciao. Ciao.